Wir haben jetzt eine Stunde Zeit, miteinander zu eruieren, wie wir besser voneinander lernen können und wie wir zusammenwachsen. Und ich habe die große Freude, das mit Elenos von der Hedonistischen Internationalen zu tun, mit Elisabeth von Masi, mit Evelyn von Ende Gelände und mit Agnes von den Hexen im Chaos Computer Club. Und was sich dahinter verbirgt, das werdet ihr jetzt hören bei der ersten Runde. Ich würde gerne von euch wissen, was sich natürlich hinter der Initiative verbirgt, für die ihr hier sitzt, und was euer aktivistisches Mittel ist. Wer fängt an? Soll ich direkt anfangen? Genau, also ich bin hier für, naja, die Hedonistische Internationale ist auf jeden Fall keine Organisation oder Initiative in dem Sinn, sondern eher eine Idee. Die Idee ist, mit Party, Action und Protest, so mit dieser Dreiermischung, für ein gutes Leben für alle einzustehen. So, und diese Idee kann im Prinzip jeder und jede weltweit sich schnappen und unter diesem Label Aktionen durchführen. Genau, das ist so die Idee. Also die Idee ist, keine zentrale Organisationsstruktur oder so weit zu haben, sondern ganz dezentral Gruppen zu bilden und für konkrete Aktionen zusammen einzustehen. Elisabeth, wie ist das bei euch? Ja, ich sitze, glaube ich, mit mehreren Hüten hier. Du hast Masi auf jeden Fall benannt. Das ist ein Forschungsprojekt, was wir seit 3 Jahren machen, wo wir digitale DIY-Netzwerke bauen, zusammen mit stadtpolitischen Initiativen hier in Berlin. Ich bin, das ist ein Projekt, was wir zusammen, also ich mit meinem Verein Common Grounds, zusammen mit der UdK gemacht habe über die letzten 3 Jahren. Und vielleicht ist für diese Bühne eben Common Grounds einen interessanteren Akteur zu besprechen. Wir sind ein gemeinnütziger Verein, wir arbeiten mit sozial-ökologischer Transformation von unten. Wir sind Mitnützerin der Prinzessinnengarten. Und ich glaube, ein Teil unserer Arbeit liegt sehr viel in der Schnittstellenarbeit zwischen Zivilgesellschaft, Politik und Wissenschaft einerseits und andererseits auch viel in der Erstellung von Räumen, also von physischen Räumen für Lernen, mit zum Beispiel der Nachbarschaftsakademie, aber auch der Prinzessinnengarten als solches, aber auch das Masi-Projekt hat auch sehr viel so gearbeitet, dass wir einen Raum geschaffen haben, wo wir miteinander lernen, auch über unterschiedlichen Diskursen hinaus, vom technologischen bei Masi mit stadtpolitischen Initiativen oder eben mit dem ökologischen vom Prinzessinnengarten auch im Themenfeld Recht auf Stadt. Genau. Wie ist das bei euch? Ich kämpfe mit sehr vielen Menschen für Klimagerechtigkeit und dafür fordert Ende Gelände den sofortigen Kohleausstieg. Und du hattest gefragt, was unser Mittel ist. Wir machen Aktionen zivilen Ungehorsams. Wir setzen uns mit unseren Körpern ein an den Orten der Zerstörung, eben für eine Veränderung. Und wir haben gerade erst eine ganz wundervolle Aktion hinter uns, wo über 6.000 Menschen zusammengekommen sind und die Kohleinfrastruktur im Rheinland blockiert haben. Und Agnes, wie ist das bei euch? Was ist euer aktivistisches Mittel? Also bei uns ist es ja so, dass sich die Hexen definieren als die Frauen im CCC. Was bedeutet, das sind alles Menschen, die sich in dem Label Frau wiederfinden können. Das bedeutet, wir sind auch nicht binär inklusiv. Und letztendlich geht es auch um die Ziele des CCC, das heißt digitale Bürgerrechte, aber auch Spaß an Technik und Interesse an Technik. Wir sind offen für Frauen, die sich dafür interessieren, für Frauen, die schon was können, für Frauen, die es immer noch nicht können, die aber Gleichgesinnte suchen, um sich zu weiterzuentwickeln. Wir sind aber natürlich auch im Feminismus interessiert, weil wir feststellen, es gibt Blockaden. Wir haben eine Quote von 15-25% an Frauen in technischen Berufen. Das ist so nicht akzeptabel. Und wir schauen uns natürlich das an, unsere Mitgliederinnen, was sie machen wollen, um die Sache zu ändern. Was bedeutet, alles, was Frau möchte oder Frau interessant findet, machen wir. Das bedeutet eine Party auf dem Kongress, kleine Schreine, um Rollenvorbilder mehr präsenter zu machen, wozu wir auch alle Mitglieder des Kongresses bereits aufgerufen haben, mitzuhelfen.
wie auch kleine exklusive Treffen wie eben gerade, wo man sich in einem kleinen, ruhigen Runde austauscht, wie man sich eigentlich fühlt, wenn man sich für Technik interessiert und alle um und rum gucken einen an und sagen, Frau, Technik, na, nee. Okay, also ich höre, das verbindende Element sind eigentlich physische Zusammenkünfte, und keiner protestiert. Also es gibt natürlich auch andere Mittel, aber es geht schon, oder trefft ihr euch nie physisch? Fast nicht. Ah, okay. Tatsächlich, ja, das ist eine Komponente, die wahrscheinlich unterschiedlich ist. Die Hexen wurden 1986 gegründet auf einem der ersten Kongresse und bestanden seitdem eigentlich nur per Mailingliste. Wir sind also ein kompletter virtueller Chaos-Treff des CCC, die sich quasi physisch nur auf dem Kongress treffen, weil es quasi in jeder Stadt 1 bis 2 Hexen maximal gab, bis vor circa 3-4 Jahren. Wir haben jetzt ungefähr 150 Mitglieder, das heißt, es gibt jetzt 5 lokale Gruppen in Berlin, Hamburg, Hannover, Karlsruhe und Stuttgart, die sich tatsächlich lokal treffen. Das bedeutet, wir haben eine andere interne Diskussions- und Belohnungsstruktur bis zu einem gewissen Grad, um überhaupt Leute an der Stange zu halten, damit Dinge passieren. Das bedeutet auch, dass wir sehr viele Jahre kleinste Aktionen hatten, weil die Motivation, sich in einem Raum zu treffen, gab es halt nicht. Es ging halt nicht. Damit hast du gleichzeitig mir schon ganz viele Fragen vorweggenommen und ich werde die jetzt so nacheinander auffächern. Ich würde nochmal an die anderen Fragen, wie ihr organisiert seid, dass es zu diesen physischen Treffen immer wieder kommen kann. Zumindest habe ich das bei euch als gemeinsamen Common Ground rausgehört. Du hast schon erklärt, wie ihr euch das auch technisch ermöglicht, dass ihr also über Themen euch austauscht, auch Zusammenkünfte organisiert, zu denen es ja jetzt lokal auch kommt. Danke für diese Info, das wusste ich als CCC-Mitglied bisher auch nicht. Vielen Dank. Aber nochmal die Frage, es müssen nicht alle drei antworten, wer von euch möchte, wie organisiert ihr technisch das Physische? Also bei der Hedonistischen Internationalen würde ich mal meinen, es ist so, es kommt ja aus so einem Feierkontext, das heißt, man hat eh Räume, wo man sich vielleicht trifft und sich kennt und dann ist alles andere so erwachsen. Also ich denke mal so, der Hauptkernpunkt ist tatsächlich ein ganz simpler E-Mail-Verteiler, ja, also wo es dann darum geht, hier, ich habe die Idee oder lass mal treffen und dann geht es darüber. Und aber auch quasi persönlich, man kennt sich einfach und ist vernetzt und kommuniziert. Also es ist jetzt kein großes, keine große besondere Struktur dahinter. E-Mail-Verteiler. Okay, aber wie komme ich auf diesen E-Mail-Verteiler? Ich lerne dich auf einer Party kennen. Genau. Naja, nicht nur Party. Nein, also es geht jetzt nicht nur so darum, um Party, sondern bei Aktionen. Ne? Also aber es ist schon über quasi persönlich, man ist an den gleichen Räumen vielleicht unterwegs und es ist schon sehr mit diesem persönlichen Kontakt, ja, spielt schon eine große Rolle. Weil es eben keine zentrale Stelle gibt, an die man sich jetzt wenden kann, so im Sinne von, ich schreibe mal eine offizielle Stelle an und sage, ich möchte bei euch mitmachen, sondern es geht wirklich um auch Kennenlernen und persönliche Beziehungen knüpfen. Ich glaube, ich würde gerne einen Teil rauspicken, was wir jetzt gerade das letzte Jahr aufgebaut haben. Das ist der Commons Abendschule, was im Prinzessinnengarten gerade stattfindet. Das ist ein wöchentliches Treffen, was ja auch also recht viel fordert schon, also so einen wöchentlichen, jeden Montagabend. Aber das war für uns ganz wichtig, diesen Raum aufzumachen. Also in der Commons Abendschule geht es uns darum, zu sehen, wie wir den Prinzessinnengarten jetzt über 99 Jahre als Gemeingut erhalten können. Und da haben wir ganz, ganz vorsichtig, jetzt feiern wir eben bald unseren Einjähriges für dieses Treffen, angefangen zu sehen, wie können wir das überhaupt machen, was brauchen wir dafür. Und es war so ein offener Abend, also jeder ist auch dazu eingeladen. Wir machen es auch hier kund, also jeden Montagabend um 6.30 Uhr in der Oranienstraße 45. Und dadurch, dass es eben so offen ist, dass jeder mitkommen kann,
passiert ja auch was in dem Raum. Wie gestaltet man eine Konversation über Wochen und Wochen und Wochen, wo immer wieder neue Leute dazukommen? Da ist auch eben, wie diesen Treffen gestaltet ist, sehr wichtig. Also, dass man immer so ein Abholen macht am Anfang, dass alles protokolliert wird, dass man auch das weitergeben kann, sodass man das nachvollziehen kann. Und für uns war es auch sehr wichtig, dass diese Struktur, die da jetzt gerade entsteht, auch nur in diesem Raum funktioniert. Also wir machen keine Entscheidungen für diese Gruppe außerhalb von diesen Treffen zum Beispiel. Und das war auch so ein sehr bewusste Art und Weise, zum Beispiel jetzt Konflikte oder ewige E-Mail-Diskussionen zu verhindern und auch zu verhindern, dass irgendwelchen Leuten, die auf diesen E-Mail-Verteiler sind, die mittlerweile auch wächst, irgendwie reingreifen, obwohl die gar nicht da sind. Also so wie schafft man Entscheidungsstruktur, die jetzt nicht kaputt gemacht werden kann, weil irgendjemand total viel E-Mails schreibt, was ja viele von uns kennen aus unterschiedlichen Gruppen. Und das war sehr wichtig für uns. Sehr spannend. Wie ist das bei euch? Ende Gelände ist ein Bündnis im deutschsprachigen Raum, also beziehungsweise sehr stark konzentriert auf Deutschland. Wir fordern in Deutschland erstmal den sofortigen Kohleausstieg und haben aber auch Menschen aus der Schweiz, aus Österreich, also auch aus Frankreich, die dabei sind. Aber sozusagen in der alltäglichen Arbeit treffen wir uns alle etwa 6 Wochen in einer Stadt in Deutschland, haben unsere Bündnistreffen und dazwischen arbeiten wir in Arbeitsgruppen, die sich jeweils selbst organisieren. Und in meiner Arbeitsgruppe haben wir zum Beispiel wöchentlich Telefonkonferenzen, wo wir dann aber auch Pads benutzen. Mailinglisten sowieso, sehr viele E-Mails. Sozusagen, um die Vernetzung zwischen diesen AGs von dem bundesweiten Bündnis auch abzustimmen und zwischen den Bündnistreffen entscheidungsfähig zu sein, so für kleinere Entscheidungen, aber auch vor allem Absprachen zu treffen, haben wir auch nochmal solche Koordinierungstelefonate sozusagen. Und was aber richtig schön ist, dass es dieses Bündnis gibt und wir haben uns, sind in den letzten Jahren aber immer verwurzelter geworden und es haben sich ganz viele lokale Ende-Gelände- und Klimagerechtigkeitsgruppen gegründet, die auch immer nochmal sehr viel Basisarbeit machen und sich untereinander ja auch nochmal organisieren. Also es ist sehr vielschichtig und aber durch sehr viel Kommunikation und Absprache sind wir alle vernetzt. Also ich habe verstanden, wie man unterschiedlich reinkommt bei euch, aber irgendwie scheint es ja eine Instanz zu geben, in die man hereinkommen muss. Das kann ein Verein sein oder eine Mailingliste oder man muss eben nur sozusagen in den Bereich von bestimmten Personen kommen, mit denen man dann bei Gefallen wahrscheinlich irgendwann auf Themen kommt, wie die hedonistische Internationale. So stelle ich mir das zumindest vor. Aber die Frage, die sich ja dahinter verbirgt, ist ja, gibt es so etwas wie einen Kern der Community jeweils bei euch? Oder ist das überhaupt wichtig, dass es einen Kern gibt? Wohin gehen die Ränder und wer bestimmt, wer mitspricht? Ich kann ja gerne mal anfangen. Bei uns bestimmt niemand, wer mitspricht, wer auf die Mailingliste möchte und ein persönliches Treffen mit einer Hexe hat, kommt normalerweise auf die Mailingliste. Mir ist kein Fall bekannt, wo eine Person aktiv abgelehnt wurde, sondern eher, dass die Person dann meinte, na, das ist wohl doch nichts für mich. Das ist dann die persönliche Entscheidung der Person, die möchte und dann doch nicht möchte. Aber ich muss vorher eine Hexe kennengelernt haben. Ja, genau. Okay. Also das Beste ist es, auf dem Kongress zu machen, weil wir da präsent sind und sonst muss man die Hexe in seiner lokalen Umgebung finden. Das passiert über unsere allgemeine Kontakt-E-Mail-Adresse und dann wird gesucht und vielleicht gibt es eine. Es kann aber sein, dass es halt keine gibt, aufgrund der Prozente, die wir da halt einfach haben. Und dann muss man bis zum Kongress warten. Aber das kann ich mir nicht vorstellen, dass das bei Ende Gelände funktioniert. Mund-zu-Mund-Propaganda, wenn man aus dem Stand, was hast du jetzt gesagt, 6.000 Personen aktivieren kann,
das skaliert ja irgendwie nicht. Wie läuft das bei euch? Ich kann ja mal erzählen, wie ich dazu gekommen bin. Ja, bitte, sehr gerne. Ich habe eine von diesen, die erste oder zweite Ende-Gelände-Aktion gesehen und war völlig begeistert, dass endlich Menschen radikale Forderungen, diese Forderung nach dem Kohleausstieg für Klimagerechtigkeit mit einer Systemkritik verbinden und eben eine kreative und kraftvolle Aktionsform mit dem zivilen Ungehorsam haben. Und dann habe ich mir überlegt, okay, in Berlin gibt es auch eine Ortsgruppe, da gehe ich dann mal hin. Und Ende Gelände ist auch ein offenes Bündnis. Also wir laden immer zu unseren Bündnistreffen ein. Die Ortsgruppen laden ein, zu den Ortsgruppentreffen zu kommen. Und so bin ich da halt auch hingekommen und habe mich auf Mailinglisten gesetzt. Aber für mich war dieser physische Ort, ich habe da diese Gruppe, die Menschen, zu denen ich eine Beziehung aufbaue, auf jeden Fall wichtig und bin dann erst im zweiten Schritt in den überregionalen Bündnisstrukturen aktiver geworden, weil da ist tatsächlich sehr viel E-Mail-Arbeit, sehr viel digitale Kommunikation und weniger, die physischen Treffen sind schwerer zu organisieren. Aber diese überregionalen Strukturen wiederum hat irgendjemand vor dir geschaffen, der der Meinung war und der dafür sozusagen ein Konsens oder eine Mehrheit hatte, dass das vonnöten ist? Also Ende Gelände ist ein Bündnis von, das sich über die Jahre auch verändert hat. Also es war ein Bündnis von vielen verschiedenen Gruppen, die in diesem Bereich bereits aktiv waren. Und zum Beispiel im Rheinland bin ich bei Ausgekohlt organisiert, das ist eine lokale Gruppe und die Teil dieses Bündnisses ist. Aber inzwischen sind wir gewachsen, haben uns verwurzelt und die Ortsgruppen sind jetzt auch irgendwie ein wesentlicher Bestandteil, die das sozusagen mit formen und bestimmen, was wir machen. Insofern, ich glaube, viele sind entweder schon in einer Gruppe gewesen, lokal, oder es gibt auch viele, die waren bei einer Blockade dabei und haben dieses empowernde Gefühl von, ich kann mit vielen Menschen was bewegen, mitgenommen zu, ich möchte jetzt selber auch aktiv werden und Menschen organisieren und haben dann sozusagen aus dieser Erfahrung, aus dieser empowernden Erfahrung zu blockieren, sind dann in die Strukturen gekommen. Die intellektuelle Überzeugung oder die emotionale Überzeugung ist ja wahrscheinlich auch das, was den Unterstützer vom Aktivisten oder von der Aktivistin unterscheidet. Also, dass man eben gemerkt hat, man kann etwas bewirken oder ich bin durch meine Präsenz, bin ich eine Person mehr in der Blockade und sie ist stabiler. Ist das so? Also habt ihr, ist es ein Bündnis nur von AktivistInnen oder gibt es eine breite Unterstützerbasis, die auf irgendeine andere Art außerhalb des zivilen Ungehorsams euch dient, in der Erreichung eurer Ziele? Ja, auf jeden Fall. Für uns ist Aktion nicht nur die Tausenden, die Kohleinfrastruktur lahmlegen, sondern das sind auch die Menschen, die das Camp aufbauen, die im Camp, während Menschen auf der Blockade sind, weiter Essen schnippeln, damit Menschen was Warmes mit was Warmes bekommen, die Infrastruktur am Laufen halten, die ganzen Menschen, die ganze Aktion eben am Laufen halten, weil es sind ja so tausend, also die Menschen organisieren sich selber ja auch im Moment der Blockade, aber drumherum sind ganz viele aktiv. Um mal die Brücke zu der Konferenz zu schlagen, es ging ja darum, zwei vermeintlich getrennt voneinander agierende Sphären etwas zusammenzubringen, auch Szenen und Communities, und in diesem Zusammenhang wüsste ich gerne von euch, wenn ihr sozusagen auch vor Ort wart in den letzten zwei Tagen in der Konferenz, was habt ihr gelernt und verändert es euren Blick darauf, welche Bündnisse ihr in Zukunft eingehen wollt, um eure Ziele zu erreichen? Also ich finde diesen Raum ganz toll, dass es überhaupt versucht, zwei sehr
voneinander oft getrennt gedachten Diskurse miteinander zu verbinden. Und ich glaube, das ist eine Sache, was man, also ich glaube, es braucht mehr Zeit als jetzt 2 Tage und es soll ja eher so ein Startschuss sein für irgendwas. Aber ich glaube, es braucht eine gemeinsame Sprache, weil ich glaube, das ist was, was uns immer wieder trennt, also sei es irgendwie die Umweltbewegung, digitale oder eine kritische Auseinandersetzung mit Digitalisierung oder eine stadtpolitische Bewegung, dass wir da immer noch in unsere eigenen Sprachen sprechen und wie man da irgendwie solche Überbrückungen oder wie man so eine gemeinsame Sprache entwickeln kann, das glaube ich braucht mehr solche Veranstaltungen oder mehr solchen kleineren Orten, vielleicht muss ja nicht so groß sein jedes Mal, wo man sich aber auch die Zeit gibt, das zu entwickeln und das war ganz wichtig. Und dann, wo ich auch gemerkt habe, dass es in den vielleicht professionalisierteren Organisationen, die jetzt dabei waren aus der ökologischen Bewegung, dass man vielleicht auch oder sich gegenseitig auch sieht, wo die Lücken sind bei dem anderen und wo man vielleicht auch sehen kann, wo man mitsteuern kann an Informationen, die denen fehlen oder die einem selber fehlen. Also so, dass es irgendwie, dass man eher die Lücken bei den anderen gesehen hat und die man vielleicht auch füllen kann. Und bei sich selber gesehen hat, nicht nur die anderen. Agnes, Elena, was habt ihr gelernt auf der Konferenz? Also ich habe gelernt, beziehungsweise war es eher eine Bestätigung der Annahme, dass es einfach total Sinn macht, wenn man sich persönlich trifft und ein bisschen so raus aus seiner eigenen Blase kommt. Gestern war ich bei dieser Veranstaltung hier, wo quasi Greenpeace und CCC in einem Raum diskutiert haben. Das fand ich zum Beispiel super, weil man dann gemerkt hat, aha, irgendwie Konstanze Kurz meinte, ach, ich wusste gar nicht, dass es Giftstoffe in so Kleidungen gibt und irgendwer meinte dann so, ach, ich wusste gar nicht, dass Facebook meine Daten abgreift. Also ich mache das jetzt sehr platt, aber man hat so, und die jeweils haben so die Fronten sich angeguckt und so dachten so, hä, das weiß man doch, nee, das weiß man doch. Also ich finde, ich glaube, man hat durch einfach diesen persönlichen Kontakt eine totale Bereicherung gehabt und das finde ich bei den Gruppen besonders spannend, weil ich glaube, da ganz viel zu holen ist, also ganz viel Gemeinsamkeiten auch da sind. Ich denke mir, das gilt aber so ziemlich für viele Sachen. Also ich persönlich bin unter anderem auch aktiv bei der Jodel-Sektion der Hedonistischen Internationalen, also und da ist zum Beispiel beim Jodeln so, dass es sehr viele Leute auch aus anderen Generationen anzieht. Und da merke ich auch schon, ja, es braucht gar nicht so Szenen. Manchmal reicht es auch, wenn unterschiedliche Generationen in dem Raum sind. Also ich habe das Gefühl, immer wenn so Blasen zusammenkommen und dann über irgendwas sich austauschen, da passiert ganz viel. Und ich denke, dass es auch total Sinn macht, eben ungewöhnliche Bündnisse zu schließen, dass da eigentlich das so viel mehr passiert, als wenn man immer mit sich selbst nur sich unterhält. Und ich finde, das hat man hier total gemerkt. Also so, wenn man so im Lichthof rumlief und dann so richtig gemerkt, wow, hier findet gerade richtig Austausch statt. So. Ja. Oder wolltest du erstmal? Agnes, wolltest du dazu was sagen? Ich kann nur was Kurzes zu sagen. Also ich denke, die Formulierung war, da wächst was zusammen gehört. Weil tatsächlich habe ich nach meinem zweiten Kongress, gab es in Tübingen, wo ich studiert habe, ein World Environmental Summit mit 100 Studierenden aus allen Ländern und da habe ich die Technik gemacht im Stil des CCC, weil ich das so toll fand, die Vorträge aufzuzeichnen und dann können die Studierenden, die aus Indonesien eben nicht herfliegen konnten trotzdem zumindest die Vorlesung, wenn auch nicht bei den Diskussionen teilnehmen. Was bedeutet, für mich war schon vor x Jahren klar, eigentlich müssten wir dringend mehr zusammenarbeiten. Mich interessiert natürlich aber auch die geringe Anzahl von Frauen in Technik. Was bedeutet, ich habe mich in den letzten Jahren dann halt eher in die Richtung orientiert. Aber das hier muss einfach sein. Also wir müssen zusammenarbeiten, weil wir so viel voneinander lernen können, miteinander erreichen können. Und für mich persönlich war tatsächlich das Hexenfrühstück das Beste heute immer wieder. Es war wieder mal kunterbunt. Es gibt so viele Frauen, die entweder gerade anfangen, sich für Technik zu interessieren, aber sich auch für Nachhaltigkeit interessieren oder viele, die sich erstmal für Nachhaltigkeit interessieren und plötzlich realisieren, sie brauchen Technik und sie würden gerne und versuchen jetzt. Und dann gibt es diese Stereotypen, die teilweise blockieren. Und
dafür ist jedes Hexenfrühstück oder jede Konferenz, die die Möglichkeit des Kennenlernens des anderen Bereichs macht, wirklich sinnvoll. Ja, mich begeistert vor allem zu sehen, wie viel schon da ist. Und das ist für mich ganz wertvoll an dieser Konferenz, dass sichtbar wird, wie viel eigentlich schon auch an Alternativen da ist. Und wir vielleicht nur noch nicht in Dialog gekommen sind. Ich persönlich oder mich beschäftigt auch diese Frage, wie kann das zusammengehen, weil wenn ich irgendwie eine andere Gesellschaft, eine andere Welt möchte, dann ist für mich klar, das wird eine digitalisierte Welt sein und das heißt, in meinen Kämpfen für Klimagerechtigkeit spielt Digitalisierung eine Rolle, aber auch in meinem Interesse so für Digitalisierung spielt eben Nachhaltigkeit eine Rolle. Und persönlich habe ich gelernt, und das, ich habe auch schon überlegt, dass ich vielleicht die Homepage AG mal frage, ob sie das auch schon mal gemacht haben bei Ende Gelände, dass Ende Gelände fordert 100% erneuerbare, dezentrale, für alle bezahlbare Energieversorgung. Und ich hatte gestern sehr spannende Vorträge gehört dazu, wie, oder andersrum, ich wusste schon, was für Ressourcen für die Hardware gebraucht werden. Und das ist was, was mich beschäftigt, das liegt für mich irgendwie auf der Hand. Und ich wusste auch irgendwie, der Stromverbrauch von digitalen Technologien ist immens. Das heißt, es hängt zwangsläufig zusammen, unsere Kämpfe. Aber ich habe erst nochmal mehr verstanden, wie Software einen Einfluss drauf haben kann, wie viel Energie verbraucht wird und was da einfach für Stellschrauben sind. Und gar nicht so, also es kann, jeder kann anfangen. Und da habe ich nochmal ganz viele so praktische Dinge mitgenommen. Und so ein bisschen selbstverständlich, dass natürlich der ganze Track zu digitalisierter Energiewende, da liegt so ein bisschen auf der Hand, dass das zusammengehört. Ich würde nochmal gerne auf was zurückkommen, was du eben angesprochen hast. Das ist doch selbstverständlich, dass man das weiß. Das war offenbar ein Satz, den nicht nur du gesagt oder gedacht oder gehört hast auf dieser Konferenz. Ich habe mich ein bisschen umgehört und das waberte offenbar in mehreren Sessions irgendwie so durch die Räume. Und das wüsste ich gerne von euch, wie voraussetzungslos eigentlich die Arbeit an euren Themen ist. Also natürlich für euch selber ist das das Normalste von der Welt, sich für dafür einzusetzen, dass es einfach überhaupt kein Thema mehr ist, dass sich natürlich Frauen für Technik interessieren oder dass man doch natürlich für den Ausstieg aus der Kohleenergie sein muss. Aber ist das wirklich so? Also wie einfach ist es, oder anders gesagt, also ich stelle euch zwei Fragen, ihr könnt euch eine aussuchen, dann könnt ihr nicht sagen, ihr möchtet eine ganz andere beantworten. Erstens, wie voraussetzungslos denkt ihr, ist es zu euch hereinzukommen? Und das andere ist, was glaubt ihr, wie chiffriert ihr eigentlich noch sprecht? Ich habe gestern den Tweet gesehen, ja, die für die Bäume ist Veganismus das, was für die Bits freie und Open Source Software ist. Und ich komme auch eher aus der Technik-Ecke und für mich ist der Einsatz für freie und Open-Source-Software eine Chiffre für ganz viele andere Dinge, von der ich denke, dass sie gut wären für die Gesellschaft. Und vielleicht ist es bei den BäumevertreterInnen mit der fleischlosen Ernährung beispielsweise genauso. Aber was denkt ihr, wie viele Codierungen ihr eigentlich selber in eurer Sprache habt? Also wie voraussetzungsvoll, ich glaube, also ich fange damit an, weil also ich kann jetzt von unserer Arbeit sagen und die Arbeit im stadtpolitischen Kreisen und auch viel von dem, was wir selber propagieren für eine bessere Stadt und eine mehr teilhabende Stadt, das setzt sehr viel Selbstorganisation voraus und ich glaube, das ist ja was uns auch vereint hier. Und das ist ja schon was recht viele Leute ausschließt zum Beispiel, weil die meisten Menschen keine Lust haben auf Selbstorganisation oder
nicht in alle Bereichen wenigstens. Also ich glaube, wenn es jetzt darum geht, jetzt zum Beispiel, ich möchte einen Gemeinschaftsgarten haben, ich möchte eigentlich nur gärtnern, ich möchte jetzt nicht in irgendwie wöchentlichen Plänen sitzen oder ich möchte bezahlbaren Wohnraum, ich muss nicht unbedingt diesen Wohnraum auch noch mitentscheiden, wie es ausschauen soll und so weiter. Also ich glaube, das ist schon so eine Ebene, wo in unserer Arbeit das auf jeden Fall so ein bisschen so eine Voraussetzung ist. Und das muss man mitbedenken, wenn es um jegliche Form der Skalierbarkeit von den Gedanken, die man hat oder von den Praktiken, die man hat, ist das auf jeden Fall so eine Grenze. Und beziehungsweise muss man dann vielleicht einen Weg finden, die Ideen, die man hat und Praktiken, die man hat, auch so zu übersetzen, dass die nicht in diese Selbstorganisation und ewiges Zusammensitzen münden muss. Sprache ist definitiv auch, also das kann ich jetzt auch aus unserer Erfahrung in diese Gruppe, die offen ist und wo immer wieder Leute dazukommen, sehe ich aber meine Person recht oft reflektiert in mein Gegenüber. Also es ist auch einen oft weißen Person, es ist oft jemanden, der oder die studiert hat oder also so, die auch eine gewisse Sprache ermächtigt hat. Und das bleibt ja auch der Spiegel, wie gut und durch und wie gut und inklusiv wir arbeiten und wie wir unseren Themen formulieren. Und genau, das ist absolut. Wer bringt bei euch die globale Perspektive ein? Also wie und stellt ihr überhaupt sicher? Und wenn ja, wie, dass ihr nicht nur neue Menschen für euch begeistert, die genauso sind wie ihr? Also es steht ein Hexenfrühstück im Programm, die Tür geht auf und Frauen kommen vorbei. Und jede Stimme, die in diesem Raum spricht, wird gehört. Das ist so, so läuft es und so funktionieren die Hexen. Wir haben letztes Jahr eine Diskussion über Identität und Exklusivität und Inklusivität gehabt. Und wir haben sehr viel Wert aufgrund der anderen Erfahrungen, die wir in anderen Tätigkeiten, in anderen aktivistischen Bereichen gefasst haben, ist, dass wir das zum einen lokal an einem bestimmten Geekend, also an einem Wochenende in Kassel diskutiert haben zum einen, sodass wir die Körpersprache von den Menschen lesen konnten und zu verstehen, wo sind jetzt meine persönlichen emotionalen Grenzen, wenn es um die Selbstdefinition als Frau oder eben auch nicht geht. Weil das ist wirklich ein sehr hartes Thema und das über Mailinglisten rein zu diskutieren, was ja das Standardformat der Hexen ist, ist schwierig. Und damit sind wir auch immer noch beschäftigt, auch um besser alle zu verstehen, dass es das Geschlecht unserer Meinung nach ein soziales Konstrukt ist und wie wir das auch formulieren, weil auch auf dem Kongress gibt es sehr viele Menschen, die leiden unter diesen sozialen Konstrukt des Mannseins und des Frauseins und damit müssen wir vernünftig umgehen und die richtigen Wörter finden. Und das ist anspruchsvoll und das bedeutet auch, wenn dann auf unserer Homepage steht, Frauen, die sich für Technik interessieren und dann tauchen diese Frauen auch noch auf dem Kongress auf, es ist wahnsinnig schwierig, Tickets für den Kongress zu bekommen. Allein das ist schon die Hürde, weil uns lokal zu finden ist ja noch viel schwieriger. Also, und das heißt, dass wir versuchen, also wenn eine Person schon durch die Tür reinkommt, danach keine Barrieren mehr aufzubauen, auch sprachlich nicht, die Barriere vorher war schon groß genug. Ich würde diese Frage mal auf in zwei Momenten beantworten. Der eine Moment ist die Aktion, sozusagen die Blockade durch Ende Gelände. Und wir machen extra Massenaktionen. Wir möchten, dass sich viele Menschen anschließen können. Es werden gemeinsame Anreisen ermöglicht, gemeinsame Vorbereitungen. Es soll halt möglichst eben Menschen ermutigen und Menschen, die sowas auch noch nie vorher gemacht haben, dass sie da teilhaben können. Aber selbstverständlich, du musst erstmal die Zeit haben, dir ein paar Tage Zeit zu nehmen. Dann zum Beispiel ist eine Frage oder was auch uns beschäftigt, Menschen oder du setzt dich ja auch Repressionen aus und es können natürlich nur Menschen mit einem sicheren Aufenthaltsstatus dieses Risiko riskieren. Deswegen ist auch mal die Frage, gibt es legale Möglichkeiten für Menschen zu partizipieren? Dann Körper, also das ist ja
du läufst auch viel. Es ist natürlich auch eine körperliche Anstrengung, in eine Grube reinzuklettern. Das heißt, es sind auch natürlich nicht alle Körper, können mitkommen. Aber insgesamt machen wir uns da sehr viele Gedanken. Und Sprache ist da ja zum Beispiel auch ein Punkt. Und da achten einige Menschen sehr stark darauf, dass wie werden die Pläne organisiert, dass in welcher Sprache ist die Übersetzung organisiert. Und ich habe das Gefühl, dass es einfach auf sehr vielen Ebenen immer auch ein Lernprozess ist und uns auch dann immer wieder Leute wieder darauf hinweisen. Natürlich, wer kann noch nicht teilhaben? Und damit komme ich dann auf das dahinter, die also wir, die das organisieren. Ich habe was vergessen, weil du hattest global. Das ist nämlich für mich total zentral. Wir machen also Klimagerechtigkeit aus einer globalen Perspektive, weil wir verursachen hier die Klimakrise, unter der vor allem Menschen im globalen Süden heute schon leiden. Und im November, das war letzten November, sehr schön, weil da haben Aktivistinnen von den Pacific Climate Warriors mit uns oder in Solidarität mit uns eine Aktion gemacht. Das hat mich sehr bewegt. Und auch jetzt dieses Jahr war für mich der Austausch und Kontakt von Menschen aus eben dem globalen Süden, die uns gesagt haben, ja, werdet aktiv, handelt, weil ihr seid an dem Ort, an dem die Zerstörung stattfindet. So, das ist für mich für viele von uns, glaube ich, eine große Motivation. Ja. Okay. Ich habe Fragen hereingereicht bekommen, die offenbar von euch kommen. Und die würde ich jetzt gerne nochmal weiterleiten. Wir hatten das vorhin angerissen, aber nochmal eine leicht andere Perspektive. Die Frage lautet, es gibt eine große Zahl an Organisationen, die für ihre Themen einstehen. Aber welche Potenziale seht ihr in der Vernetzung von Organisationen? Also kann es, mit wem entscheidet ihr wann geht ihr den Bündnisfall ein? Also wie entscheidet ihr euch, mit wem ihr euch vernetzt? Oder kann das eben strategisch auch sinnvoll sein, zu sagen, nein, wir machen nur unseres, um unseren Kern nicht zu verwässern, um keine Kompromisse eingehen zu müssen? Also ich glaube, das ist aktionenabhängig zumindest. Also ich denke jetzt gerade an den hedonistischen Weltkongress, den es schon ein paar Mal gab. Da war ja zum Beispiel die CCC auch dabei und hatte eine eigene Bühne und da waren noch andere Kollektive dabei. Da hat es einfach Sinn gemacht, okay, wir machen einen Kongress, wir brauchen viele Perspektiven, wer hat gleiche Ziele, und dann redet man über Ziele und geht diesen Fall ein. Also ich glaube, es macht einfach total Sinn, also immer auf die Aktionen blicken, zu gucken, mit wem teilt man da Ziele? Und das können oft auch ungewöhnliche Bündnispartner sein. Ne? Das können dann irgendwie, die können die lokale Feuerwehr sein zum Beispiel. Also, dass man da eben nicht so nur in einer Schiene denkt, sondern sagt, okay, wer hat da ähnliche Interessen? Und dann kann es ein autonomes Jugendzentrum in Neubrandenburg sein oder irgendwas. Mhm. Du auch noch, Elisabeth? Ja, für uns war das ein sehr wichtiger Punkt, jetzt aus diesem sozial-ökologischen Aspekt, wenn wir über urbane Gärten gesprochen haben oder das Grüne in der Stadt, war es sehr wichtig für uns auch in einen Recht auf Stadt-Diskurs zu verorten, weil es uns immer wieder vorgeworfen wurde, ja, wir brauchen Wohnraum zum Beispiel vom Politiker. Und es wurde versucht, auch diese zwei gegeneinander auszuspielen. Das wird ja auch also dieses Soziale wird ja dem Ökologischen immer wieder gegengestellt. Und da war es sehr wichtig, diese Vernetzung mit bezahlbaren Wohnrauminitiativen sich zu vernetzen, um einfach zu zeigen, okay, für Stadt braucht man mehr als nur Wohnen, wir müssen auch da drin leben. Eine Stadt, die irgendwie über die nächsten 50, 100 Jahren existieren kann, können wir jetzt nicht einfach zubauen mit irgendwelchen Häusern. Und ich glaube, das ist wichtig, diese Themen miteinander zu verbinden, auch das Digitale in dem
reinzubringen und irgendwie die unterliegenden Gründe, warum wir das hier, warum die Probleme existieren, auch, dass diese unterliegenden Gründe sehr stark miteinander verbunden sind. Also eine Privatisierung von städtischen Aufgaben oder von staatlichen Aufgaben, dass das der unterliegende Grund sein kann, warum Menschen verdrängt werden in die Stadt, warum Digitalisierung in Stadt nur von Unternehmen getrieben wird, warum ökologische Themen keinen Platz mehr finden. Also es sind ja diese Gründe. Und wenn man diese Gründe offenlegt, dann ist es, glaube ich, ganz, ganz viel einfacher, Common Grounds oder eben Schnittstellen miteinander zu finden und einen gemeinsamen Diskurs daraus zu bauen. Also eigentlich ein Plädoyer dafür, sich zu trauen, andere Verbindungen einzugehen, auch wenn die eine Bohrtiefe haben, die eins drunter liegt und man in gewisser Weise dann so seinen eigenen Vereinszweck, wenn man denn ein Verein ist, auch sich trauen, etwas auszuweiten. Ja, ich glaube, wir können diese Themen nicht vereinzelt betrachten. Also ich glaube, diese unterliegenden Probleme sind ja wenn wir die nicht anfassen, dann können wir hier weitermachen, bis es uns nicht mehr gibt oder bis, keine Ahnung. Also. Oder bis das Panel rum ist in 15 Minuten. Ich würde die letzte Zeit gerne nutzen, um noch die übrigen Fragen aufzugreifen. Wir haben schon etwas drüber gesprochen, aber der Vollständigkeit halber, die Frage lautet, bei kritischer Selbstbetrachtung, was glaubt ihr, was in euren Organisationen Strukturen sind, die exklusiv wirken können und die es Menschen schwierig machen können, dazu zu stoßen oder sich nicht angesprochen zu fühlen? Während ich das frage, merke ich, wir haben schon viele Perspektiven gehört. Hattet ihr noch irgendeinen Nachgedanken, den ihr dazu loswerden wollt? Du zuckst noch? Naja, ich glaube, das Wichtigste ist, da immer wieder in den Reflexionsprozess zu treten und sich genau das zu fragen. Nur zugespitzt auf die Frage nach, welche digitalen Tools nutzen wir. Ist jetzt gerade aufgekommen, dass die kein Smartphone haben und kein Signal, oder für uns ist klar, wir benutzen Signal dann in der Kommunikation, die sind dann ja ausgeschlossen. Und da sagen immer die Awareness sozusagen mitzubringen, das muss noch über unsere E-Mail-Liste, weil sonst haben die 2-3 Leute das nicht mitbekommen. Und ich glaube, es sind so im Kleinen, im Alltäglichen immer wieder Momente, wo sowas entsteht. Und dann im Großen, selbstverständlich, da hatten wir aber, glaube ich, schon einige Punkte angesprochen. Und ich würde doch nochmal gerne auch unterstreichen, was Elisabeth gesagt hat. Und das eine ist sozusagen das, was da drunter liegt, ranzugehen und da zu begreifen, dass wir vernetzt sind. Aber auch andersrum. Wenn wir, die meisten von uns streiten ja nicht nur für einen Garten oder für ein anderes Zusammenkommen bei einer Party oder für den Cola-Ausstieg so, sondern uns geht es ja um viel mehr. Und wenn wir diese Alternativen bauen, an Visionen arbeiten, da geht es ja ums Ganze. Also da ist ja für mich irgendwie logisch, dass ich mit anderen ins Gespräch kommen muss. Und das ist für mich auch eine Stärke von der Klimagerechtigkeitsbewegung, dass so von Queerfeminismus, von Antirassismus gelernt wird, geguckt wird, wo können wir das stärker vernetzen. Und es ist eine europäische Bewegung. Das ist der Wahnsinn, was für eine Inspiration, so Treffen mit Menschen aus Frankreich, Portugal, Polen. Also diesen Sommer waren ganz viele Klimacamps und ich habe aus jedem was mitgenommen, wenn ich irgendwo anders war. Es gibt bestimmt andere BündnisvertreterInnen oder Initiativen, die das anders beantworten würden und sagen, natürlich sehe ich, dass es Probleme gibt, die noch eins drunter liegen und die wir eigentlich gemeinsam mit angehen müssten, aber wir verlassen unseren Satzungszweck oder wir haben gerade eine große Förderung bekommen, aber für genau das Thema, was wir eingereicht haben. Also vielleicht gibt es da andere mit Sachzwängen, das
ist aber vielleicht nicht das Thema dieses Panels. Und trotzdem leitet das über auf eine Frage, die wir noch bekommen haben. Was braucht ihr, was fehlt euch noch, um euch noch besser zu organisieren, noch besser zu netzwerken? Und wie können andere dieses Fehlende zu euch bringen? Also wiederum, wie seid ihr erreichbar? Darüber haben wir schon gesprochen, aber vielleicht auch materiell und ideell, was fehlt euch noch zu der Erreichung eurer Ziele? Ihr dürft jetzt zu Spenden aufrufen, ihr dürft zu Ideen aufrufen, ihr habt jetzt, könnt das färben nach eurem Gusto. Das ist eine ganz gefährliche Frage, weil unser Ziel ist natürlich die freie Berufswahl für jeden Menschen. Und das bedeutet dann dementsprechend auch, dass auch Mädchen sich für Technik entscheiden können und alle nur sagen, oh juhu. Und dementsprechend, was uns fehlt, das seid ihr auch alle. Ihr müsst alle mitmachen. Wenn ihr eure Kinder erzieht, wenn ihr andere Kinder erzieht, wenn ihr Aktivitäten wie zum Beispiel Jugendhacks seht, bringt eure Neffen und Nichten mit. Die müssen da alle rein, einfach das Gefühl zu haben, Mädchen können Jungs was beibringen, sowie Mädchen können vorne stehen, Vorträge halten, sowie Mädchen können Pink tragen. Das ist alles in Ordnung und ihr müsst da alle mithelfen. Es reicht nicht eine Hexengruppe alleine, sondern wir tippsen nur bestimmte Bereiche an. Wir schaffen diese Manpower ja gar nicht, weil wir haben ja das Problem, dass wir eine globale Gleichheit brauchen. Dementsprechend, ja, sonst finanziell, na, wir sind Teil vom CCC, wir können Projektanträge stellen. Wir haben halt intern so und so viele Menschen, so und so viel Orga-Kapazität. Das limitiert uns selber. Wenn ihr mitmachen wollt, könnt ihr gerne mitmachen. Und das ist eigentlich, aber wir brauchen eigentlich die Hilfe von euch allen. Es wurden gerade schon Fragen gesammelt. Vielleicht kann eine Fee nochmal diese Frage aufnehmen und entscheiden, ob das schon diskutiert wurde oder nicht. Wollt ihr noch was dazu sagen? Die anderen, Elenos, Elisabeth, was euch noch fehlt? Was ihr bräuchte zu eurem Glück? Evelyn? Na, den sofortigen Kohleausstieg. Also, und ich gehe mal davon aus, dass die Kohlekommission leider nicht den sofortigen Kohleausstieg beschließen wird. Das heißt, geht in euren Städten zu Klimagerechtigkeitsgruppen und sorgt dafür, dass wir endlich diesem fossilen Kapitalismus den Stecker ziehen. Ja, Menschen, die dranbleiben, sich organisieren und weiterkämpfen. Und spenden könnt ihr natürlich auch. Das findet man bestimmt auf eurer Webseite. Ja. Alles klar. Leute, die die Idee, für ein gutes Leben für alle zu kämpfen, einfach leben und begeistern und darüber reden. Ich glaube, das ist alles, weil was anderes brauchen wir nicht, weil wir gibt es ja in dem Sinne nicht bei der Hedonistischen Internationalen, weil alle natürlich das sein können. Außer vielleicht AfDlerinnen und AfDler, die unter einem guten Leben... Die können das auch sein, wenn sie ein bisschen drüber nachdenken und dann merken, dass ihre Faschismus-Idee eine blöde Idee ist und dann können sie vielleicht nochmal nachdenken und dann können sie ja vielleicht auch dazu kommen. Also ich bin der Meinung, dass Leute, wenn sie reden und nachdenken, dass sie dann durchaus zu dem Gedanken kommen, dass es eine ganz gute Idee ist, die wir zum Beispiel vertreten. Solidarität. Also die Einstiegshürde für die Hedonistische Internationale ist auf Partys gehen und nachdenken. Nein, das mit den Partys, das ist quasi oder da, nur nachdenken. Herkommt, aber das ist, ja auch das okay. Ist überhaupt nicht, das muss man auf jeden Fall nicht tun. Okay. Damit zu machen. Ich finde es eine völlig legitime Wenn das, die Lust Form. Am Leben, ja, aber es geht nicht unbedingt um Party, aber allgemein um Lust und Freude und quasi, dass in dem, was man tut, schon die positive Zukunftsvision mitschwingt. Ja, also dass quasi im Mittel schon, also dass es irgendwie kohärent ist. Also ich kann nicht irgendwie mit einem bewaffneten Ausstand eine friedliche Gesellschaft dazu bringen. Darum soll man durch eine solidarische, lustvolle Bewegung, eine solidarische und lustvolle und freie Gesellschaft, also dass sozusagen im Aktivismus schon die Zukunftsvision so präsent ist. Das ist, glaube ich, die Idee, nicht nur Party. Vielen Dank. Also die Revolution ist ja irgendwie, also so, was braucht man jetzt? Das ist jetzt sehr polemisch, aber
man braucht ja eine riesen Umwälzung von dem jetzigen System. So, das ist, was brauchen wir jetzt als Verein, ist eine andere Frage. Ich glaube, dazwischen gibt es aber auch, es braucht ein anderes Bildungssystem, die auch ein anderes Lernen ermutigt und ermöglicht, was jetzt nicht auf einfach Menschen produzieren, die perfekt passen in dem jetzigen System, die gerade nicht funktioniert. Was brauchen wir als Verein? Das von einem ganz Großen zu einem ganz Banalen. Ich glaube, wenn es jetzt um solche Funding-Geschichten oder Projektanträge und sowas geht, jetzt im Bereich der Technologieentwicklung oder was wir in diesem Bereich jetzt gerade versuchen zu machen, braucht es eine Förderung, die nicht davon abhängig ist, dass alles immer neu ist, weil das ist ja wirklich ein total großes Problem, was alle Fördertöpfe haben, dass es immer so verdammt innovativ sein soll und es soll innovativ sein. Keine Strukturförderung. Keine Strukturförderung, es soll innovativ sein, aber irgendwie auch ganz nachhaltig immer. Und es fördert sehr selten einfach so einen Lernraum oder Diskussionsraum oder das Verweilen in die Arbeit, die wir gerade machen. Also ich glaube, auf so eine sehr praktische Ebene wäre das auf unseren Vereinsebene sehr, sehr hilfreich. Eine Abschlussrunde mit der letzten Frage. Nee, zwei Fragen noch. Wir haben noch 3 Minuten, da kriegen wir noch 2 Fragen unter. Die vorletzte Frage ist die Wunderfrage. Wenn all das erreicht wäre, was ihr gerade ausgemalt habt für eure jeweiligen Aktivitätsfelder, was würdet ihr dann tun? Es wäre der Kohleausstieg gekommen, alle Mädchen und Jungen hätten die freie Wahl, Farben gut zu finden und Berufe gut zu finden, was ja möglicherweise auch einige Zusammenhänge hat. Und sozusagen analog eure Organisation noch dazu, was wäre, wenn diese Ziele erreicht werden? Was würdet ihr tun als Verein, aber auch ganz persönlich? Eine schnelle Runde. Feiern. Also eigentlich genau das Gleiche, okay? Ich glaube, die Frage kann ich gar nicht beantworten. Ich glaube, es kommt dann irgendwas anderes. Also es ist einfach auch ein Prozess. Ich glaube, ich persönlich werde mein Leben wahrscheinlich weiter so leben, dass ich immer wieder in irgendwelchen Prozessen reingehe und irgendwas anderes dann anfange, interessant zu finden und daran zu arbeiten. Deshalb, wir würden in eine sehr schöne, grüne, bezahlbare, inklusive Stadt wohnen und es ganz nett haben und andere Probleme machen. Okay, und ihr? Also wenn ich in einer nicht mehr wachstumsbasierten Wirtschaft lebe, nicht mehr Lohn arbeiten muss und genau nur erneuerbare Energien habe, es keinen Faschismus und Rassismus gibt, dann würde ich, glaube ich, tatsächlich endlich mal programmieren lernen. Right on. Fantastisch. Und Agnes? Das passt jetzt dazu. Also wenn das alles erfüllt wird, dann würde ich weiter Dinge bauen. Dinge bauen, die Menschen helfen. Entweder real, also Software bedeutet ja, man baut Dinge im Computer. Das ist sehr konstruktiver Umgang mit Mathe. Das macht einfach Spaß. Fantastisch. Und das leitet wirklich perfekt zur allerletzten Frage, über die von euch kommt. Und die würde ich sagen, gebe ich ins Publikum und damit verabschieden wir uns. Wie kommt man darauf, Dinge oder Organisationen zu erfinden, die es noch nicht gibt? Und mit dieser wunderschönen Frage bedanke ich mich sehr für eure Aufmerksamkeit und wünsche euch einen schönen Sonntag.